So, hi, ich bin's wieder, Kai. Heute teste ich das Chub Number One von der Firma Palio. Ist in der Kategorie Bringerholz einzuordnen, das heißt, ist ein reines Vollholz, hat insgesamt 5 Holzschichten, also 5 Furniere. Und vom Tempo her ist es, glaube ich, auch eher moderat. Das heißt, für alle die interessant, die auch mal einen Ball mehr auf den Tisch spielen wollen. Ich habe es zur Vergleichbarkeit mit meinen normalen Belägen montiert. Das heißt, auf der Rückhand spiele ich ja den Tipa Grass D-Tex in Ox und den Tenergy 80 auf der Vorhand in Max. Ja, ist vielleicht für euch auch ganz interessant. Einmal das Holz und auch der Furnieraufbau. Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen. Wir schauen uns das mal an, wie sich das Holz so spielt. Ja, ich bin jetzt gerade fertig mit dem Testen. Ja, waren ein paar heiße Ballwechsel dabei auf jeden Fall und ich muss sagen, ich bin ganz überrascht. Also das ist wirklich ein gefühlvolles Holz aus dem Hause Palio. Das Chub Number One ist wirklich, ne, hat nicht zu viel versprochen, ist ein sicheres Bringerholz. Was natürlich immer so eine Sache ist, hat man nachher auch noch genug Druck auf der Vorhand und da muss man sagen, wenn man es mit dem richtigen Belägen spielt, kann man damit genauso gut auch einen Angriff spielen. Was mir aufgefallen ist, einfach durch die Holzkonstruktion hat es generell einen sehr gefühlvollen Anschlag. Also wenn man Spin-Spieler ist, definitiv zu empfehlen und man hat viel Gefühl, also kein totes Spielgefühl, da geht eine Menge und ja, kann ich halt jedem empfehlen, der auch ein bisschen abwartender spielt. Sehr gutes Holz.